auszeichnet, ist sein Purzelmarkt. Ganze Scharen wallen schon in der Nebelfrühe des Morgens aus allen Dörfern der Landschaft zum Billigheimer Purzelmarkt, der seit 400 Jahren sich durch alle Drangsale der schlimmen Zeitläufte erhalten hat. 1857, August Becker, die Pfalz und die Pfälzer. Willkommen zum Treffpunkt, der heute vielleicht noch ein bisschen ausgelassener ausfällt als sonst, denn ich begrüße Sie beim Billigheimer Purzelmarkt. Billigheim ist ein Ort, den es eigentlich nur im Doppelpack gibt, als Einheitsgemeinde Billigheim-Ingenheim, liegt in der Südpfalz zwischen Landau und Bad Bergzabern und feiert an diesem Wochenende mit dem Purzelmarkt das älteste Volksfest der Pfalz. Im Jahr 1450 bekam Billigheim Stadt- und Marktrecht und es war guter Brauch, am Ende der Ernte beim Jahrmarkt ausgelassen zu feiern. Und wie ausgelassen man das in Billigheim tut, das werden Sie erleben. Und Sie können das mit dem Purzeln durchaus wörtlich nehmen. Zurzeit geht es noch ein bisschen ruhiger zu. Ich bin im Festumzug und der führt uns zur Reitwiese. Wagen und Gruppen machen mit beim Festzug und das Besondere, er steckt voller Überraschungen. Wer genau mitläuft, erfahren Bürgermeister und Purzelmarktverein erst am Vortag. Die Vereine, Familien, Freundeskreise, die mitziehen, mögen es halt spontan. Und das gilt auch für die Musikkapellen aus der ganzen Nachbarschaft. Sportler präsentieren sich hier in guter Frühform. Die gnadenlosen Vollstrecker sind im wirklichen Leben hilfsbereite Feuerwehrleute. Wieder spielt die Musik dazu Kapellen und Gruppen aus dem Umland. Kein Markt ohne Gemüse, die Früchte der Südpfalz beim Billigheimer Purzelmarkt. Schöne Aussichten. Und unter der Südpfalz-Sonne ist das Samba-Fieber ausgebrochen. Eine Clique von 30 jungen Leuten aus Billigheim sorgt für Lebensfreude, die ansteckt. Drachtengruppe hat ganz offensichtlich keinerlei Nachwuchsprobleme. Der Festzug nähert sich seinem Ziel der Reitwiese und bei mir ist Günther Schwarz, Lehrer von Beruf, Vorsitzender vom Purzelmarktverein, der Veranstalter dieses Festes. Herr Schwarz, der Purzelmarkt trägt seinen Namen zurecht. Es wird richtig gepurzelt. Wer purzelt und warum? Es purzeln die Buben, das ist Tradition. Die Buben werden wir ja nachher sehen beim Purzeln. Und es purzeln oft auch die Erwachsenen abends in den Schenken. Haben Sie als Junge auch mitgepurzelt? Natürlich. Überliefert schon seit Hunderten von Jahren und der August Becker, der Pfälzer Volkskundler, der hat geschrieben 1857 über ein Wettrennen, die Dirnen entkleidet bis aufs Hemd und kurze Röcke, das lose Haar flattert im Winde, das Volk jauchzt. Woher nehmen die Billigheimerinnen und Billigheimer den Schwung? Ja, diesen Schwung, der ist den Südpfälzern gegeben und da die Billigheimer ja im Herzen der Südpfalz liegen, ist das selbstverständlich. Derselbe August Becker schrieb aber auch einmal, es gäbe eine Schwierigkeit. Die sogenannten Gebildeten hätten sich von dem Fest abgewandt. Das war Mitte des letzten Jahrhunderts. Wie hat Billigheim diese Krise überwunden? Ja, genau, die Gebildeten, unser Notar, haben 1905 dann einen Verein gegründet. Der entlastet die Gemeinde insofern, als er das Fest durchführt. Träger ist die Gemeinde, aber die Organisation obliegt dem Purzelmarktverein, der 1905 dann gegründet wurde. Und bevor wir uns den Wettkämpfen hier zuwenden, wollen wir doch auch noch schauen, was an den Ständen so los ist, denn kein Jahrmarkt ohne Stände und die schauen wir uns jetzt an. Für Essen und Trinken ist gesorgt,
Ein typisches Gericht dieser frankreichnahen Region, Flammkuchen. Am Ingenheimer Flammkuchenstand mischt ein Elsässer mit. Man braucht keine gute Spürnase, um hier auch was zu trinken zu finden. Von oben gesehen ist Billigheim heute wirklich der Nabel der Welt. Die Fallschirmsportgruppe Südpfalz peilt die Festwiese an. Ich bleibe stehen zum Billigheimer Trotzenmarkt, bin immer jung und alt und morgen im Zweiwagenpark, an jeder macht hier Halt. Die echte Volksbelustigung, die findet man nur hier, denn hier herrscht Jugend. In 1450, als in Billigheim der erste große Jahrmarkt und wahrscheinlich auch das erste richtige Volksfest gefeiert wurde, kamen die Menschen aus der Umgebung hierher. Und heute ist einer der Gäste ein Steinfelder, nämlich Kurt Beck, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Herr Beck, sind Sie Potzelmarkt-Stammgast? Ja, ich bin Potzelmarkt-Stammgast. Schon als Kind war ich mit meinen Eltern da und ich komme immer gern wieder. Was sind denn so die Erinnerungen? Was hat Ihnen so als Kind hier Eindruck gemacht? Am meisten die Pferderennen, immer muss ich sagen, aber auch das Purzeln der Kinder, also dieses ganz Ursprüngliche, das Kletterstangenklettern und all das, was zu einem Pfälzer Volksfest dazugehört. Jetzt im Moment ist das Dreibeinlaufen im Gang. Hat eigentlich der Steinfelder Bub auch mitmachen dürfen bei den Sachen da, bei den Wettbewerben? Ja, als Kind war man dabei. Damals war, beim Purzel war ich schon mal dabei. Da gab es immer ein Brezel, das ist heute auch noch so. Also alle werden belohnt, die mitmachen. Und daran erinnert man sich natürlich gern. Das ist vielleicht das, was den Purzelmarkt auszeichnet, ne? Dass diese Aktivitäten, diese Wettbewerbe, diese Spiele da weitergeführt werden. Das ist ganz sicher so. Die Leute können mitmachen und sie haben wirklich das Gefühl, das ist unser Fest. Und insoweit bin ich froh darum, dass der Verein, der das hier trägt, und die Gemeinde sich vieler Mühe unterziehen, um dieses Fest so lebendig zu halten und auch traditionell ehrlich bleiben. Die Billigheimer sind ja stolz drauf, das älteste Volksfest der Pfalz zu feiern. Aber dieses Prädikat, das nimmt auch der Dürkheimer Wurstmarkt für sich in Anspruch. Da ist jetzt mal ein Machtwort fällig. Nein, da ist ein diplomatisches Wort fällig. Also ich denke, der Dürkheimer Wurstmarkt ist das älteste Weinfest der Pfalz und auch ein großes Fest. Und der Billigheimer Purzelmarkt ist das älteste Bauernfest. So ist es ja mal entstanden. Und insoweit haben beide nebeneinander ihren Platz. Wir haben 3 oder 4 älteste Städte in Deutschland, in unserem Land. Warum sollen wir nicht auch 2 älteste Feste haben? Gut, dann lassen wir das jetzt so stehen. Liebe Zuschauer, dass die Art und Weise, wie hier gefeiert wird, wirklich alt und überliefert ist, das wissen wir nicht nur aus Schriften, sondern das können wir auch mit Bildern belegen. Purzelmarkt, Nostalgie, Purzelmarktgeschichte jetzt im Treffpunkt. Der Purzelmarkt in den 20ern. Nur wenige können sich noch an diese Zeit erinnern. Bewusst habe ich das 1927 erlebt, als ich in der ersten Volksschulklasse war. Dann durften wir mitlaufen im Festzug, mussten die Fähnchen tragen, die Preisfähnchen. Und aber wir Mädels durften da nicht mitspringen, kein Dreibein laufen, das gab es nicht. Erst 1929 sagten wir, wir möchten da zu unserem Lehrer, wir möchten ja auch mal mitspringen und so. Und ja, und dann wurden wir Mädchen auch aufgestellt. Später, nachdem man aus der Volksschule war, kam man zu der Weißen Mädchen. Und ja, das war dann so gesellig, zusammen sein, zum Singen und zur Auflockerung vom Fest. Die Wurzeln des Purzelmarktes reichen zurück in das Jahr 1450. Kaiser Friedrich III. Erklärte Billigheim zur freien Reichsstadt und gewährte den Bürgern einen Jahrmarkt auf St. Gallus.
Am Dienstag, dem dritten Markttage im Oktober, fand der Purzelmarkt statt. Die sportlichen Aktivitäten wie Purzeln, Reiten und Springen waren einst nur der Jugend vorbehalten. Sie konnten im Wettstreit ihre Kräfte messen. Die Älteren vergnügten sich beim Tanze. Das pfälzische Volksfest überlebte viele politische Wirren der vergangenen Jahrhunderte. 1936 allerdings wurde, mit dem Bau der Westwallarbeiten durch die Nationalsozialisten, dem Fest ein vorläufiges Ende gesetzt. 1946, dann ging es wieder los. Und ich weiß noch, da gab es in jedem Haushalt, bekamen sie eine Ration Käse zugeteilt. Als Purzelmarktgabe so, damit die Leute was zu essen hatten. Erst in den 50ern lebte das Fest wieder richtig auf. Auch Elsässer wirkten mit. Und was neu war, ältere Bürger konnten am sportlichen Wettstreit von nun an teilnehmen. Dann gab es zwei Gruppen später. Wettlauf der Frauen unter 50 Jahren und Wettlauf der Frauen über 50 Jahren. Und bei den Männern ebenfalls. Hat sich dann immer mehr eingebürgert, dass auch Ältere mitspringen wollten. Und dann haben es zwei Gruppen geteilt. Nicht nur der Wettkampf spielte eine Rolle, auch das gesellige Beisammensein. Der Purzelmarkt ist von jeher ein Fest mit Frohsinn und Humor. 1975 ist der Purzelmarkt endgültig vom Oktober auf den September vorverlegt worden. Der heutige Tag beweist mal wieder, dass sich das gelohnt hat. Eine kleine Anmerkung möchte ich auch noch machen. Das alte Filmmaterial, das haben wir wie die Detektive aufgespürt beim Deutschen Filmarchiv in Berlin. Und die alten Fotos von Heinrich Sträfler, die bekamen wir vom Stadtarchiv Landau. Dankeschön dafür. Ich bin quasi im Brennpunkt des sportlichen Geschehens. Und zu mir kommt jetzt Thorsten Blank. Er ist Maschinenbaustudent und ansonsten hier in der Organisation beim Purzelmarktverein sehr engagiert. Sie sind quasi der Moderator hier, Herr Blank. Wie sind Sie zu dem Job gekommen? Ja, das war eher ein unglücklicher Zustand. Unser jetziger Vorsitzender, der Günter Schwarz, hat es 20 Jahre gemacht und es war beim Purzelmarkt 1995, beim ersten Pferderennen, bei der Siegerehrung, hat ein Pferd gescheut, ist hochgegangen, hat ihn hier an der Brust verletzt, er musste ins Krankenhaus und dann ist unser Bürgermeister gekommen, hat mir das Mikrofon gegeben und hat gesagt, du machst das jetzt weiter. So wird man Moderator und jetzt sind Sie mein Co-Moderator. Wir wollen uns zusammen ein bisschen die Sportwettkämpfe anschauen. Fangen wir mal mit dem Klettern an. Die Regeln sind ja ganz schön gemein, ne? Ja, feste Regeln gibt es bei den volkstümlichen Veranstaltungen eigentlich gar nicht. Aufgeschrieben ist gar nichts. Das wird nur so wie in der Tradition weitergegeben. Beim Klettern, da haben wir jetzt seit neuestem der Alfred Memmer, das ist der Favorit, der kommt jedes Jahr. Der hat hier einen neuen Stil eingeführt. Der geht also frei hoch. Früher haben die Stange hochgeklettert sind, haben sich drum geklammert. Jetzt ist der Alfred Memmer, der geht hoch, hebt sich und geht. Läuft die Stange hoch, wie wir auf dem Boden laufen. Wird diese Stange nicht auch vorher irgendwie glatt poliert? Nein, da machen wir nichts. Wie ist es eigentlich mit der Verletzungsgefahr? Ja, der eine oder andere Spreisel kann danach schon im Bein stecken, aber das gehört dazu. Früher war keine Sicherung, heute sind die Stangenkletterer mit einem Gurt und mit einem Seil gesichert, sodass keiner abstürzen kann und vor allem beim Abrutschen, dass keine Verbrennungen auftreten. Der Alfred Memmer, was für ein spezielles Talent hat er denn da? Oder ist er so gut im Training? Wie schafft er das? Ich kenne ihn persönlich nicht. Er wohnt in Lug, ich sage jetzt von hier aus im Wald, kommt jedes Jahr hier zum Purzelmarkt und räumt den Ehrenpreis ab. Herr Blank, das Purzeln der Buben, das ist ja auch eine alte Tradition in Billigheim. Aber so das ein oder andere Mädchen schleicht sich schon auch ein, gell? Ja, so eng sehen wir das heute nicht mehr. Dreibeinlaufen. Die Regeln da? Beim Dreibeinlaufen, hier sind wir etwas strenger. Hier laufen die Jungs. Die mittleren Beine werden zusammengebunden, sodass eben nur noch drei Beine beweglich sind. Und im Gleichschritt ist dann die Distanz zurückzulegen. Wer
Wettläufe gibt es hier für alle Altersgruppen und zwar auch für die über 50-Jährigen, wenn ich recht weiß. Warum machen Sie das? Ja, der Purzelmarkt ist ein Fest für die ganze Familie. Hier kommen Junge, Alte, hier kommt jeder auf seine Kosten und selbstverständlich auch die über 50. Die bleiben damit immer schön in Bewegung. Die bleiben in Bewegung und bleiben fit. Rapstuch springen, das ist auch noch so eine Billigheimer Besonderheit. Was ist das für eine Art von Wettbewerb? Ich habe es mir selbst erklären lassen, das Rapstuch, das wurde früher in der Landwirtschaft gebraucht, da wurde der Raps drauf gedroschen. Und beim Purzelmarkt hat man einfach die Sitte entwickelt, das Tuch aufzuspannen. Und die Teilnehmer, die jungen Mädchen, müssen unter dem Rapstuch durchspringen. Wichtig beim Purzelmarkt sind natürlich auch die Pferderennen. Sie haben ja selbst erzählt, dass Sie durch ein Pferd überhaupt erst zu diesen ehrenvollen Aufgaben gekommen sind. Ist das richtig sportlich unter sportlichen Aspekten zu sehen oder ist es auch eher so ein bisschen Spaß und man nimmt es ein bisschen locker? Die Pferderennen sind durchaus unter einem sportlichen Gesichtspunkt zu sehen. Billigheim war früher ein Mega im Pferdesport. Hier wurden Siegprämien nach heutigen Verhältnissen von 10.000 Mark gezahlt. Wer sich auskennt im Rennsport, das ist eine ordentliche Summe. Heute sind wir natürlich bestrebt, die Qualität der Pferderennen immer mehr zu steigern und wir sind auf dem besten Weg. Herr Flank, ein Rennsport-Experte bei uns im Team, da hat sich das Geläuf angeguckt und hat gesagt, Entschuldigung, aber es ist halt doch ein bisschen ein Acker. Die Purzelmarktbahn ist eine Naturbahn, das stimmt, aber wir unternehmen jedes Jahr große Anstrengungen, die Bahn herzurichten. Das dauert immer ein paar Wochen und die Reiter, die dieses Jahr gekommen sind, haben gesagt, so gut wie in diesem Jahr war die Bahn noch nie. Die Purzelmarkt-Wettbewerbe sind nicht nur Männer- und Jungsdomänen, sondern die Frauen machen auch kräftig mit. Das Wassertragen der Frauen ist auch eine Attraktion. Dazu wüsste ich auch gerne noch ein bisschen mehr. Ja, das Wassertragen, das ist ein Wettbewerb, den wir nur für die Frauen ausschreiben. Dabei ist ja wie in Afrika, wo die Frauen immer das Wasser holen müssen und die Männer sitzen untätig zu Hause. Ist das in Billigheim so? In Billigheim ist das nicht so, aber bei dem Wettbewerb ist es so ähnlich. Noch mal ganz kurz zu der Spielregel. Ihr wisst ja Bescheid. Wer den Kimmel wegwirft, wird disqualifiziert automatisch. Wasser ist also nach dem Ziel abzustellen auf dem Boden im Kübel und wird dann gemessen mit Meter. Bitte, werde ich los! Und wir haben die Siegerin vom Wassertragen der Frauen. Wer sind Sie? Ich bin die Judith Geiler und komme aus Ilvesheim. Das ist ein Nachbarort? Ja, so 7 Kilometer weg. Ja. Erster Sieg beim Purzelmarkt? Nein, ich bin jedes Jahr hier und ich habe schon öfters gewonnen. Sind Sie im Wassertragen denn so geübt? Nee, eigentlich nicht. Auch in Ilvesheim, hatten wir das Wasser inzwischen schon in der Wasserleitung, oder? Ja, klar. Nee, das mache ich nur hier am Purzelmarkt. Was bedeutet der Purzelmarkt eigentlich für Sie so als Fest? Ja, für mich ist es eigentlich das Fest in der Pfalz. Ich komme jedes Jahr her und ich bin gern hier. Also Ihr Lieblingsfest? Ja. So, mit den 30 Mark Preisgeld können Sie sich jetzt gut überspielen und vielleicht den ein oder anderen Shoppe noch gönnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir so viele Billigheimerinnen und Billigheimer und andere Leute in Bewegung gesehen. Jetzt ist es vielleicht doch auch mal Zeit, sich ein bisschen zurückzulehnen und zurückzuschauen in die Billigheimer Geschichte, die schon über 1300 Jahre zurückreicht. Und die erläutert uns jetzt jemand, der nach Stationen in München, in Rom und anderswo wieder hier zu Hause ist, ein sehr schöpferischer Mensch. Dieses von Künstlerhand geschaffene Orchestrion mit Reitschulmusik und skurrilen Figuren steht nicht auf der Purzelmarktwiese, sondern im ehemaligen Pfarrhaus von Billigheim. Der außergewöhnliche Gartenbrunnen verrät Kunstkennern, wer sich hier niedergelassen hat. Der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Ottfried H. Kullmann. In Billigheim geboren und aufgewachsen, kehrte der Maler vor 18 Jahren in seine Heimat zurück.
Der bekennende Billigheimer wohnt seitdem wieder nahe der Kirche, in der sein Vater einst Pfarrer war und von deren Turm aus man einen wunderschönen Rundblick über den Ort hat. Die erste urkundliche Erwähnung von Billigheim ist 693. Man geht aber aus, dass Billigheim weit älter ist, dass also auch schon zu der Römerzeit hier Leute gelebt haben. Billigheim bekam Bedeutung, dass sich hier zwei Handelswege gekreuzt haben. Einmal aus dem Raum Speyer, eine andere Straße, die von also Raum Karlsruhe nach Pirmasens verlief. Billigheim, ein Ort mit Geschichte. Kuhlmann führt uns in die Kirche, deren Chor bereits im 14. Jahrhundert errichtet wurde und die mit beachtlichen Kunstwerken aufwarten kann. Im Chor haben wir Fresken aus der Zeit um 1450. Es sind hauptsächlich Darstellungen der Apostel, aber auch Szenen wie die Christi Himmelfahrt und die Aussendung des Heiligen Geistes. Das interessanteste Bild ist eine Szene, die früheste Darstellung überhaupt des Glaubensbekenntnisses. Bei weitem nicht die einzige historische Attraktion, die der Ort zu bieten hat. Das Haus, das wir hier sehen, ist das Haus des kurfürstlichen Schreibers. Es wurde 1556 erbaut. Vorbei am idyllischen Marktplatz geht es zu einem historischen Zeugnis und Wahrzeichen Billigheims. Das obere Tor ist das einzige Tor von vier Toren von der Festung von Billigheim, das erhalten geblieben ist. Das Tor selbst bzw. die Festung wurde von Friedrich I. 1468 erbaut. Hier stand das westliche Tor, wovon nur noch Reste erhalten sind. Man kann das hier sehen, wo die Blumen stehen, wo sich eine Schießscharte noch befindet. Wer die Landkarte anschaut, wird feststellen, dass Billigheim in einer zentraleuropäischen Lage liegt. Und zwar in der Weise, dass es genau in der Mitte zwischen Hamburg und Mailand, zwischen München und Paris liegt. Und einmal im Jahr ist auch Billigheim der Mittelpunkt der Welt und das ist der Tag des Billigheimer Purzelmarkts. Künstler Kuhlmann gehört zu den Pfälzer Phantasten, aber wo er recht hat, hat er recht. An diesem Wochenende dreht sich in Billigheim wirklich alles um den Purzelmarkt. Das haben ja auch die Mädchen von der Billigheimer Fußballmädchenmannschaft bestätigt. Rachel, der Purzelmarkt ist dein Lieblingsfest. Ja. Für den nötigen Schwung sorgen im Hintergrund jetzt die Kuckucksmusikanten. Die kommen aus Wernersberg bei Annweiler, machen seit 25 Jahren Blasmusik zusammen. Auf gut Pfälzisch heißt in Wernersberg jeder Kuckuck. Hängt vielleicht damit zusammen, dass es im waldreichen Ort so viele Kuckucke gibt und man die immer rufen hört. Und wir hören jetzt die Kuckucksmusikanten mit einem schnellen Marsch und ich hoffe, es gefällt euch. Dankeschön den Kuckucksmusikanten aus Wernersberg. Zeit fürs Treffpunkt Rätsel. Letzten Sonntag hatte ich gefragt, wie hieß der Herrscher, der in Ingelheim die Kaiserpfalz errichten ließ? Karl der Große war es. Erika Schmitz aus Ochtendung hat gewonnen. Glückwunsch. Das Billigheimer Treffpunkt Rätsel hat auch mit Geschichte zu tun. Wann bekam Billigheim das Marktrecht? In diesem Jahr gab es auch nach der hiesigen Zeitrechnung den ersten Purzelmarkt. Wer es weiß und Glück hat, gewinnt das.
Zu unserem Preis gehört auch eine Führung durch Mainz und durch unser Landesfunkhaus und die Übernachtung in einem guten Mainzer Hotel. Ist das ein Angebot? Dann raten Sie mit. Hier nochmal die Frage, wann gab es den ersten Billigheimer Purzelmarkt? Kleine Hilfe, Kaiser Friedrich III. War es, der Billigheim das Marktrecht verlieh und er tat das genau zur Jahrhundertmitte. Genug geholfen, jetzt sind Sie dran. Liebe Zuschauer, Sie haben ja mitbekommen, die Billigheimer und die Leute aus der anderen Hälfte des Doppeldorfs aus Ingenheim sind sehr beweglich. Kein Wunder, wer schon von Kindheit an purzelt und klettert und läuft, der mag auch als Erwachsener nicht ewig stillsitzen. Deswegen gibt es jetzt Tanz und Unterhaltung in den Höfen. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Und wenn Sie Lust bekommen mitzufeiern, morgen geht der Purzelmarkt in seine letzte Runde ab 14 Uhr mit Kinderbelustigung und abends sind dann wieder die Großen dran. Nächsten Sonntag begrüßt Sie zum Treffpunkt Patricia Kühl, wieder von einem Markt, aber ganz woanders in Rheinland-Pfalz. Wir sind beim Michelsmarkt in Nassau. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Und hier hört der Spaß noch nicht auf. Jetzt beginnt so ein bisschen der private Teil des Abends. Und ich bitte Sie, mich zu begleiten auf einem kleinen Rundgang noch durch die Billigheimer Höfe. Hey Jojo, you're down on a disco turn. Turn up my collar and you're ready to go. And a hip, 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 come on. Hip, chip, chip. You're the man in the center of affection. That's the way called a cock, cock action. Hip, hip, hip. Everybody, chip, chip, chip. Come on. Jojo action, satisfaction. Candy apple trees. Jojo action. Satisfaction, Jojo honeybee. Listen, Jojo action, give me satisfaction, Jojo Celebi. Jojo Celebi. Listen, Jojo action, give me satisfaction, Jojo come with me. Jojo come with me. Jojo action, give me satisfaction. Jojo, c'est la vie. Jojo, c'est la vie. Jojo, Jojo action, c'est la satisfaction. Jojo, c'est la vie. Hey! Yes, I did. Wiederholt am kommenden Mittwoch um 15 Uhr in Südwest 3. Sierra Madre.